Ja, moin moin liebe Motorradfreunde, hier ist Dietmar vom Motorradtest.de. Ich begrüße euch zum Test der Honda VFR 1200F. Hier steht sie vor mir in Silber. Die Maschine gibt es ja oder gab es ja eigentlich in drei Farben eine Zeit lang, nämlich in Silber, Weiß und in Rot. Ich muss sagen, ich fand die rote immer am coolsten, aber diese silberne hier ist auch sehr schick, ist ein gebrauchtes Motorrad. Logischerweise wird ja schon lange nicht mehr gebaut. Von 2010 bis 2016 ist die VFR 1200 gebaut worden. Und diese Maschine hier steht hier beim Motorrad Rusa in Haseldorf. Ich stehe ja auch direkt vorm Laden. Könnt ihr also käuflich erwerben, wenn ihr wollt. Der Neupreis der VFR lag damals bei etwa 15.000 Euro. Das ist also, ja, eine, wie soll man das nennen, eine Oberklassenmaschine, würde ich mal sagen. Und diese hier ist von 2011 mit 23.600 Kilometern. Gleich kommen noch ein paar hinzu. Und sie steht hier bei Rusa für 7.590 Euro, also etwa die Hälfte. Richtig schönes Motorrad. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich tierisch auf diesen Test. Ich selbst fahre eine VFR 800 unter anderem und ja, ich bin noch nie eine VFR 1200 gefahren. Noch nie. Weiß ich auch nicht warum, aber habe schon immer mal drauf geschielt und heute ist es dann soweit. Es ist ein Sporttourer mit einem V4, 173 PS und natürlich die Nachfolgerin der noch legendäreren Honda 1100er XX Super Blackbird. Ja, ich denke, ich brauche so 20, 30 Minuten etwa. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Test dieser tollen Maschine und schon geht das los. Ja, Abmessung und Sitzprobe auf der Honda VFR 1200F. Ja, die Maschine ist ganz schön groß, 2,25 Meter lang. Radstand 1,54, also da sieht man schon an diesen beiden Daten, das ist jetzt hier keine Anfängermaschine. Sitzhöhe 815 mm und Gewicht vollgetankt 267 Kilogramm ohne DCT-Getriebe. Mit DCT kämen dann nochmal 10 Kilo dazu. Zulässiges Gesamtgewicht 463 Kilogramm. Ich setze mich mal rauf hier auf das Bike. Und ja, auffällig ist, das ist mir sofort aufgefallen, als ich erstmalig damit gefahren bin, ist, man sitzt wirklich in der Maschine drin. Das ist wirklich herrlich. Achtet mal hier drauf, wo meine Knie sich befinden. Das schmiegt sich hier richtig schön an den Tank. Ich fühle mich einfach total wohl. Wir haben auch einen M-Lenker hier, also man sitzt eher sportlich, so ein bisschen nach vorne geneigt. Und aber ich denke trotzdem, dass das durchaus eine tourentaugliche Sitzposition ist. Außerdem bemerkenswert bei der Maschine, was den Sozius-Komfort angeht hier. Wir haben hier eine relativ breite Sitzbank. Das ist jetzt hier eine extra Sitzbank von Baxter, die ist nachgerüstet. Die kenne ich übrigens, die haben wir auch auf unserer VFR 800. Super bequemes Teil. Also wenn ihr mal eine Sitzbank sucht für die VFR 1200, dann guckt euch die mal an. Aber was auf jeden Fall erstaunlich, was hier bemerkenswert ist, ist hier die Haltegriffe richtig reell. Also man hat als Beifahrer hier richtig gut Platz. Und ja, aber insgesamt echt ein ganz schönes Schiff hier, die VFR 1200. Ja, Cockpit und Beleuchtung. Wir schauen uns mal die Bedienelemente an. Das ist hier alles sehr basic bei der VFR 1200. Kommt man sofort mit klar. Hier auf der rechten Seite Anlasser, Warnblinker und Kill Switch, also Notausschalter. Auf der linken Seite haben wir dann nur Hupe, Blinker und Licht inklusive Fernlicht. Das war's dann auch schon. Und ja, dann machen wir mal das Cockpit, die Zündung an und schauen hier mal, was wir hier so sehen. Das ist typisch Honda. Hat da Honda damals in vielen Maschinen so gebaut. In der Mitte einen zentralen analogen Drehzahlmesser und dann zwei LC-Displays links und rechts. Und ja, links sehen wir hier Kilometer, also Geschwindigkeit, Tankfüllanzeige. Oh, die ist ja voll getankt, mal was anderes. Rechts haben wir dann hier, was ist das? Die Wassertemperatur und die Außentemperatur. Uhrzeit und die gefahrenen Kilometer, 23.601 Kilometer und oben dann hier noch die übliche Leuchtleiste mit den Infoleuchten. Also ein sehr einfaches Cockpit. Die Maschine hat ja auch keine technischen Helferlein, also es gibt hier keine Fahrmodi, es gibt auch keine Traktionskontrolle, die ist dann auch bei dem 2012er Facelift erst eingeführt worden. Also das ist alles sehr, sehr basic. Was man hier schön sehen kann, hier ist die Verstellbarkeit der Zugstufe auf beiden Gabelholmen hier.
könnt ihr manuell halt die Zugstufe einstellen. Und diese Maschine hier hat einen Spoiler, der ist hier nachgerüstet. Ja, ich kann jetzt schlecht beurteilen, wie das ohne Spoiler wäre. Wobei, bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das nicht standardmäßig so ist. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Maschine hat hier diese doppelte Verkleidung. Und apropos doppelte Verkleidung, das passt eigentlich noch viel besser hier zu diesem Thema. Das ist halt das, was damals, naja, revolutionär ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber was damals echt auffiel, diese zweilagige Verkleidung. Ich zeige das nochmal auf der anderen Seite. Das sieht einfach super schön aus, finde ich hier, mit diesem VFR-Schild. Und dann hier mit dem Honda, mit der Honda-Plakette. Also das hat Honda alles schon echt ziemlich stylisch hingekriegt hier bei diesem schönen Motorrad. Ja, wir schauen mal auf die Beleuchtung und beginnen vorne. Ihr achtet mal auf diese Lichtmaske. Das war damals so ein Designkniff. Hier so ein X, angedeutetes X beim Hauptscheinwerfer. Die Blinker sind hier integriert in die Spiegel. Jetzt mache ich mal die Zündung an. Das ist das Standlicht. Das hier ist das normale Abblendlicht. Fernlicht gibt es sicherlich auch. Hoppala, Hupe geht auch. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind das hier normale Halos. Auch die Blinker hier, richtig schön gemacht. Aber das ist natürlich alles gut. Ist noch ein bisschen her. Beziehungsweise ist es noch nicht lange so, dass Maschinen mit LED-Licht ausgestattet werden. Und bei der 1200F kommen eben auch noch Halo-Scheinwerfer zum Einsatz. Aber ich finde trotzdem das Design extraordinär. Ja, das Rücklicht schauen wir uns auch noch mal an. Machen wir die Zündung an und bremsen mal eine Runde. Blinken tun wir auch. Also blinken tun wir auch. So, auch alles kein LED, sondern Glühlampen. Wobei es ab 2012 gab es ein kleines Facelift. Und da sind zumindest die Blinker, meine ich, dann in LED-Technik geändert worden. Ja, Probefahrt auf der Honda VFR 1200F. F steht übrigens, glaube ich, für Fairing. Zumindest war das früher so bei Honda Maschinen. Es gab ja auch eine CB F1000F. Die hatte auch eine Vollverkleidung. Und die schöne 1200er hier hatte halt auch eine Vollverkleidung. Herrlich, oder? Also irgendwie, ich hatte ja vorhin gesagt, ich mag sie in Rot eigentlich am liebsten, aber wenn ich hier so länger mir so angucke in Silber, desto eher denke ich, ich mag die Rote lieber. Nein, ich finde die auch richtig schick hier in Silber. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das hier so sitzt. Also man sitzt, dachte ich vorhin, glaube ich schon, man sitzt wirklich sehr in der Maschine drin. Das wird natürlich durch diesen M-Lenker hier noch verstärkt. Man kommt automatisch in so eine etwas sportlich nach vorne geneigte Sitzposition, was heißt etwas? Das ist doch schon recht sportlich, muss ich sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass man mit der Maschine durchaus längere Touren machen kann, ohne zu ermüden, ohne dass man Rückenschmerzen kriegt. Auf jeden Fall fühle ich mich hier richtig wohl. Blick nach hinten ist auch amtlich. Hier, guck mal, diese Spiegel, die kann man so verstellen einfach. Das ist auch witzig gemacht. Sind hier ja außen angeschlagen an der Verkleidung, wie bei Sporttouren üblich. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier eine Kupplung, fünffach verstellbar an der Reichweite, eine Bremse, fünffach verstellbar an der Reichweite. Und was mich ein bisschen irritiert, um ehrlich zu sein, ist das hier. Ich hatte nämlich gelesen, dass diese Maschine eigentlich ein sogenanntes Drive-by-Wire-System haben soll. Also wir würden heute sagen, Drive-by-Wire, ein E-Gas, würde BMW sagen. Also eine elektronisch gesteuerte Drosselklappensteuerung. Aber das sieht mir hier doch sehr nach Bauernzug aus. Egal, ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Wir werden jetzt mal schauen, wie das hier aussieht mit dem Fahrverhalten und Lastwechselreaktion und so weiter. Ich habe mir hier mal ein schönes Stück Landstraße ausgesucht, wo wir auch ein bisschen Gas geben können. Und genau das tun wir jetzt auch. Geil. Ja, keine Sorge, liebe Leute, die Maschine ist warm gefahren. Es gibt ja immer so ein paar Jungs, die uns darauf hinweisen, wir sollen nicht so hochtourig fahren, aber die Maschine ist wirklich warm. Kann man ja auch sehen hier.
Und sie hat übrigens auch eine Ganganzeige. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, hier im Cockpit. Wenigstens das. Ansonsten, ja, was Technik angeht, allerdings eher karg bestückt hier, die VFR 1200. ABS ist natürlich dabei, aber ansonsten keine Fahrmodi. Keine Wheelie Control, keine Launch Control, kein Track Control, keine Hill Start Control, keine Control Control. Das ist echt noch ein puristisches, bäriges Motorrad, was ihr selber fahren müsst. Und ihr merkt schon an meinen Ausführungen, ich stehe da halt drauf. Also ich meine, ich stehe auch auf moderne Maschinen mit diesem ganzen Elektronik-Klimbim. Aber ich finde es immer irgendwie auch immer wieder erfrischend, so eine Maschine zu fahren. Ich meine, so alt ist sie ja noch gar nicht. Also 2011 gebaut, die ist jetzt 10 Jahre alt, die Maschine. Fühlt sich aber überhaupt nicht so an. Also fühlt sich wirklich frisch an, muss ich sagen. Also vor allem, was das Fahrwerk angeht. Oh, jetzt haben wir hier natürlich wieder einen Stau. Egal. Also man kann die Maschine ja einstellen in der Zugstufe und in der Federbasis jeweils vorne und hinten, habe ich jetzt nicht gemacht. Fühlt sich aber auch so echt knackig an. Also ja, schön komfortabel, aber trotzdem habe ich hier ein gutes Gefühl zur Fahrbahn, gute Rückmeldung. Vor allem über die USD-Gabel vorne, das passt alles. Oh ne, komm, in den Ort fahren wir jetzt aber nicht hier rein. Ne? Muss ich hier mal kurz ausscheren und wieder zurückfahren. Holm. Na okay. Dachte, ich fahre ich mal eine andere Strecke als sonst. Und schon geht das natürlich wieder in die Hose. Naja. So. Rückwärts. Kommando zurück. Ja, der Wendekreis, habt ihr vielleicht eben gesehen, ist hier eher groß. Das ist aber normal bei Sporttourern. Der Lenkeinschlag ist halt auch nicht so bombastisch wie zum Beispiel bei einer Reise-Enduro, aber kratzt auch nicht, oder? So, dann geben wir noch mal Gas. Oh, herrlich! Nur ein bisschen windig! Ja, ich fahre mal wieder langsamer. Also das muss ich echt sagen. Der Windschutz bei dieser Maschine hier ist eher so 1B. Also ich weiß nicht, dieser Spoiler hier, also der scheint ja doch Serie zu sein, oder? Nee, doch nicht. Ach guck mal hier, das sind Anbauteile. Der ist, glaube ich, tatsächlich doch nachgerüstet. Ja, das hängt natürlich immer so ein bisschen von der Fahrergröße ab, vom Helmtyp und von verschiedenen anderen Dingen. Aber ich glaube, ich würde das Ding hier abrupfen. Ich habe es dann eigentlich lieber, wenn ich schon keine Scheibe habe, die so hoch geht, dass dann die Scheibe lieber niedrig ist und mein Helm quasi komplett im Wind liegt, damit ich keine Turbulenzen habe. Turbulenzen habe ich hier jetzt auch nicht wirklich, aber es ist doch schon ganz schön laut. Salve! Penner! Ja. Ja, was ist noch zu sagen? Also zum Motor vielleicht nochmal ein Satz. Es ist tatsächlich so, ich hatte das vorher gelesen, konnte ich gar nicht so richtig glauben, dass der so ein bisschen untenrum, na müde ist übertrieben, aber dass es halt ein bisschen dauert, bis er so aus dem Saft kommt. Aber es ist wirklich so. Ich gehe jetzt mal hier auf 2000. Sind mit dem zweiten, jetzt gebe ich Gas. Ja, da kommt nicht allzu viel. Also man muss schon ein bisschen drehen, die ganze Kiste hier. Und ab 5,5 ungefähr brennt das Ding dann aber echt die Hütte ab. Also, oh, merkt ihr das? Geil. So, was macht der jetzt hier? Der überholt. Überholen wir mal mit. Also das ist schon echt cool. Ja, und dann dieses typische Fahrverhalten eines Sporttourers. Habe ich ja schon erwähnt. Schwere Maschine, 267 Kilogramm. Das ist nicht leicht. Langer Radstand. Und diese beiden Dinge in Kombination ergeben eigentlich immer dasselbe. Nämlich ein extrem stabiles Fahrverhalten. Gerade so was langgezogene Kurven angeht, ist das herrlich. Also wie mit dem Intercity fährt man quasi hier durch Kurven. Oh Mann, jetzt habe ich wieder gerade ein Auto vor der Nase, das gibt's doch nicht. Hau mal ab, Junge. Also das ist extrem stabil, das Fahrverhalten, aber die VFR 1200F ist kein Kurvenräuber. Also da darf man sich jetzt auch nichts vormachen. Da sind andere Maschinen, kleine Naked Bikes zum Beispiel, wendiger.
Die hier ist eher so, ja, wie auf Schienen fährt die. Und absolut damit vergleichbar mit einer zum Beispiel Yamaha FJR 1300 oder 1200. Oder vielleicht auch einer Honda CBF 1000. Oder eine BMW K 1300 oder sowas. Also ihr wisst schon, was ich meine. Große Sporttourer, schwere Sporttourer mit langem Radstand, die haben alle diese Eigenart, dass sie auf der Straße liegen wie so ein 7er BMW, finde ich. Also das ist echt, ich finde das total cool. So, und jetzt machen wir gleich nochmal einen kleinen Bremscheck. Hinter mir ist keiner, ich gehe mal so auf 100 hoch. Oder 80. Jetzt ist der Straße hier gerade so ein bisschen dreckig, aber egal, kriegen wir trotzdem hin. 3, 2, 1 und bremsen. Und oh Alter, was ist das denn da? Ich wusste es. Die bremst, das gibt's gar nicht, das gibt's echt nicht. Also 6 Kolben, Leute, combined ABS, combined Bremssystem mit ABS, wollte ich sagen. Die bremst echt, also da braucht man überhaupt gar keine Bremskraft, bremst von alleine. Ja, Getriebe, das ist hier bei der VFR 1200F auch so eine Sache, finde ich extrem angenehm. Das war früher so bei Honda, so ein bisschen wie heute bei Triumph. Die Schaltwechselwege sind ein bisschen länger als zum Beispiel bei KTM. Bei KTM ist es also ganz kurz und knackig. Und hier ist es aber eher ein bisschen weich, der Schaltvorgang. Man kriegt aber trotzdem eine gute Rückmeldung und fühlt sich irgendwie gut an, finde ich, die Schalterei. Jetzt mal hier, oh, da kommen wieder Autos. Oh, und herrlich, ne? Man kann sich so herrlich mit den Dingern in die Kurve legen. Aber auch die Schräglagenfreiheit ist hier relativ gut. Die Fußrasten sind nämlich gar nicht mal so niedrig angebracht. Sie sind jetzt auch nicht besonders hoch, also jetzt nicht wie bei einer Fireblade oder so, aber man hat schon, ja, man hat schon relativ spitzen Kniewinkel, wobei der Knieschluss hier ist herrlich. Also ich drücke so ein bisschen meine Knie automatisch gegen den Tank und spüre die Maschine. Also es ist echt, ein schönes Fahrgefühl. Ja, das soll es mal gewesen sein mit meinen Fahreindrücken von der wunderschönen Honda VFR 1200F. Damit gehe ich zurück ins Studio zu Judith Rakers. Ja, dann kommen wir zum Thema Technik und beginnen mal mit dem Fahrwerk. Die VFR 1200 hat einen Brückenrahmen aus Aluminium, hier schwarz lackiert, gut zu erkennen. Finde ich richtig extrem amtlich gemacht. Vorne haben wir dann eine Upside-Down-Gabel. Standrohrdurchmesser liegt hier bei 43 mm. Hier schön silber lackiert, sieht so ein bisschen gebürstet aus, finde ich. Richtig cool. Zugstufe und Federbasis könnt ihr hier einstellen. Das Vorderrad ist eine 17 Zoll Felge, also ja, schön sportlich ausgelegt mit 120/70er Reifen. Das Bremssystem, das ist auch eine Besonderheit hier, das kommt von Nissin. Das ist ja quasi der Haus- und Hoflieferant von Honda. Aber zählt hier bitte mal die Kolben mit. Ja, 1, 2, 3. Das Ganze auf der anderen Seite nochmal und dann sind es auch keine Schwimmsättel, sondern Festbremssättel radial montiert. Also 6 Kolben Bremssattel und das Ganze ist auch noch ein Combined ABS. Das heißt, wenn ihr hinten bremst, hier, wenn ihr auf diesen Bremshebel tippt, dann wird nicht nur hinten gebremst, sondern dann werden die, ich glaube, 2 Kolben links vorne mit genutzt. Finde ich zwar etwas merkwürdig, diese Kombi. Ich hatte jetzt immer gedacht, dass wenn ich vorne bremse, dass hinten mitgebremst wird, ist hier aber nicht der Fall. Ja, genau, das war's zum Vorderrad. Dann gehen wir mal nach hinten, schauen uns mal das Hinterrad an. Das liegt ja komplett frei, weil wir eine Einarmschwinge aus Alu haben. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Ist das nicht schön? Ducati-Style. Völlig freiliegendes Hinterrad hier. Auch eine 17-Zoll-Felge mit einem 190/55er Schlappen. Und das Schöne bei dieser gebrauchten Maschine ist hier, dass hier nicht die Bridgestone drauf sind, die da, glaube ich, ab Werk mal drauf waren, sondern schöne Metzler Roadtec Z8. Das sind Sporttourer-Reifen, die kenne ich, die hatte ich mal an der Suzuki 1250. Die funktionieren richtig gut und insofern, ja, ist das ja auch ein Vorteil. Dann schauen wir uns nochmal die Bremse an, oder können wir eigentlich hier machen. Hier kann man sehen,
Das sind Schwimmsättel, aber auch zwei Kolben. Zwei Kolben Schwimmsattel. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Dann will ich euch mal das Schmuckstück zeigen. Nämlich diese Einarmschwinge aus Aluminium mit integriertem Kardanantrieb. Ja, Kardan ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Viele Leute stehen ja eher auf Kette, aber ich finde bei so einem Sport, also bei so einem Tourer, ist ein Kardan einfach, ja, also ich finde es besser, ist halt pflegeleichter, wiegt natürlich ein paar Kilo, aber was soll's. Jo, diese Maschine hier hat nicht nur einen Seitenständer, sondern auch einen Hauptständer, unschwer zu erkennen. Der ist, glaube ich, auch Serie gewesen bei der VFR 1200F. Und dann widmen wir uns mal dem Motor, das Herzstück der Maschine, ein V4 mit 1237 Kubikzentimetern Hubraum. Also, ja, ordentlich Hubraum. Er leistet 173 PS, allerdings erst bei 10.000 Umdrehungen und 129 fette Newtonmeter bei 8.750 Umdrehungen, Höchstgeschwindigkeit 250. Eigentlich könnte diese Maschine auch, ich glaube, Richtung 300 rennen, aber ab 250 wird dann elektronisch abgeregelt. Das ist ja auch in Ordnung, sollte ja auch mal reichen. Diese Maschine hier hat jetzt auch noch zusätzlich nicht den Serienauspuff, sondern eine Tüte von DAM. Ich meine, das ist ein niederländischer Hersteller, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein spezieller Auspuff, kann man auch lesen, ist auch aufgraviert für die VFR. Und ja, die Maschine hat ein 6-Gang-Getriebe. Es gibt ja bei Honda, bei vielen Modellen mittlerweile ein DCT-Getriebe, also ein Doppelkupplungsgetriebe, quasi eine Automatik, auch wenn Honda das nicht so gerne hört. Und die VFR war das erste Motorrad, an dem serienmäßig so ein DCT-Getriebe zur Verfügung stand. Kostete damals, glaube ich, schon 1000 Euro Aufpreis. Ist hier bei dieser Maschine aber nicht verbaut. Finde ich auch, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Zumal es ja auch 10 Kilo Gewicht spart, sollte man auch nicht unterschätzen. Ja, der Tank hat einen Inhalt von 19 Litern und was finde ich hier extrem stylisch gemacht, guckt euch das mal an, man sieht gar nicht, wo ist jetzt eigentlich Tank, wo ist Verkleidung. Das geht so ineinander über. Inhalt des Tanks 19 Liter, Verbrauch liegt bei bummelig 6 Litern, je nach Fahrweise natürlich. Also die Reichweite dürfte so bei knapp über 300 Kilometern liegen. Es gibt hier eine Anti-Hopping-Kupplung. Wie die sich anfühlt, zeige ich euch dann später nochmal während der Fahrt. Und ja, den Kardanantrieb habt ihr schon gesehen. Und ja, das soll es gewesen sein zum Fahrwerk, Bremsen und Motor. Ja, kommen wir zur Beschleunigung. 0 auf 100 auf der Honda VFR 1200F. Gibt keine Fahrbudi, ich muss nichts einstellen. Kann mich hier schön auf das Beschleunigen konzentrieren. Und schau mal, was ich hier so auf die Platte bringe. Ich habe in einem Test gelesen vom Motorradmagazin 0 auf 100 in 3 Sekunden. Also, ja, eigentlich ja die maximale Geschwindigkeit. Mehr geht ja physikalisch gar nicht. Mal sehen, wie lange ich jetzt brauche. 3, 2, 1, auf geht das! Boah. Ja. Ich schätze mal, das waren 3 Sekunden. Also auf jeden Fall nicht viel mehr. Alter, geht die ab. Ja, das ist halt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Das ist bei diesen schweren Maschinen, das fühlt sich immer nochmal so richtig mal einen Ticken geiler an einfach, wenn man so eine 270 Kilo Maschine nach vorne schmeißt. Das ist, das ist einfach geil. Also die Maschine 173 PS, also was wollt ihr noch hören? Richtig cool. Übrigens klingt die Maschine auch echt geil. Also habt ihr ja vorhin ja im Soundcheck gehört, aber auch jetzt hier so während der Fahrt. Ich glaube, das ist dieser spezielle Auspuff hier. Klingt richtig cool. So, Durchzug von 60 auf 100 im 5. Gang. So, jetzt fahre ich 60 im 5. 3, 2, 1, los geht's.
Okay, also das ist tatsächlich so, dass die Maschine untenrum so ein bisschen braucht. Also das ist jetzt kein Dampfhammer aus dem Keller. Und das merkt man natürlich auch beim Durchzug, zumindest wenn man das so macht wie ich jetzt im fünften. Das macht man natürlich normalerweise nicht, aber es dient ja auch nur, um es zu vergleichen. Also die Maschine braucht schon ein bisschen Drehzahl. Aber obenrum, ich kann ja mal noch mal aus dem zweiten beschleunigen, Achtung. Ja, da brauche ich eine halbe Sekunde. Also das ist schon ein Unterschied. Also ein bisschen Drehzahl und dann läuft es auch. Ja, das war der Test zur Honda VFR 1200F. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich bei diesem Test. Ja, Wettbewerber zu der Maschine. Gar nicht so leicht. Ist ja schon ein bisschen her, dass diese Sporttourer mal beliebt waren. Ich würde mal sagen, Yamaha FJR 1300 ist etwa gleiche Kragenweite, die Triumph Sprint ST und die BMW K 1200 bzw. 1300S sind vergleichbare Motorräder. Ja, wie gesagt, ihr könnt dieses Bike hier, genau dieses Bike hier kaufen. Sie steht bei Motorrad Rosa für 7.590 Euro. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch nachher schaffe. Auf jeden Fall sind da noch Koffer dabei. Also die beiden Seitenkoffer und auch ein Topcase-Koffer ist dabei. Bei diesem Preis die Original-Honda-Koffer. Insofern finde ich das wirklich ein super Preis, zumal die Maschine ja auch in einem super Shape ist. Vielleicht auch noch interessant für euch zu wissen, diese Maschine gehört einem Mitarbeiter hier vom Motorrad Rosa, der hier arbeitet. Und der wird sicherlich dafür gesorgt haben, dass die Maschine immer tipptopp gepflegt wurde. Sie ist zweite Hand, also der Stefan heißt der Vorbesitzer, war eigentlich der einzige Besitzer, weil zuvor war das eine Tageszulassung. Also wenn ihr wollt, ist sie eigentlich erste Hand. Und ja, wenn ihr Interesse habt, kommt mal vorbei hier nach Haseldorf zum Motorrad Rosa. Macht zumindest mal eine Testfahrt mit dieser richtig geilen VFR 1200F. Das war's. Ich bin trocken geblieben. Ich habe Glück gehabt, obwohl es heute wieder mal richtig wechselhaft ist und stürmisch. Aber egal, das interessiert euch nicht. Damit grüße ich euch aus Norddeutschland und sage Tschüssinger, bis bald.